Der Dreisat-Dokumentarfilmpreis der Duisburger Filmwoche geht an Peter Nestler für Unrecht und Widerstand. Ich hätte gerne Rainer Komas auch hier gehabt, der diese wunderbare Kameraarbeit gemacht hat. Und Dieter Reifert, aber Rainer hilft seiner Lebensgefährtin Yoko mit einer Ausstellung, die sie jetzt macht, eine große Ausstellung, und muss organisiert werden mit Dimon und alles. Wir, die das Filmteam ausgemacht haben, sind nur ein Teil derjenigen, die den Film selbst ausmachen. Und all die Leute, die sprechen, tun es als einen Beitrag. Auch bei den historischen Ausschnitten oder Filmen von den 80er oder 70er Jahren. Da sind es die Leute und es sind die Macher der Filme oder der Tagesschau-Reportagen, die ganz deutlich einen Stand einnehmen. Und deshalb ist unsere Aufgabe gewesen, das zu sammeln, erstmal alles kennenzulernen und dann zusammenzustellen und auch den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu äußern, was ihnen am wichtigsten ist. So, wir waren dankbar durchweg.